Frau Schumann, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Zuallererst, ich muss Sie belehren, als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Schon klar, oder? Sie heißen Kerstin Schumann, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Regensburg, ledig, Verkäuferin, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Sie wissen, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, er soll am Abend des 5. Oktober, den Silas Wienhardt, das ist der Herr, der da hinten sitzt, in dem Waldstück bei Regensburg überfallen und ja, ihn schwer misshandelt haben. Ja, ich war ja auch in dem Wald. Ich war es ja, die den armen Mann bewusstlos am Boden gefunden hat. Was haben Sie da spät abends im Wald gemacht? Ich bin mit meiner Dogge Caruso noch mal raus. Ich bin den Abend sehr spät von der Arbeit gekommen und Caruso wollte natürlich noch mal raus. Und so sind wir in den Wald. Das heißt, Sie gehen da häufig dort ins Wäldchen? Ja. Mhm. Ja. Wie spät war es denn, als Sie mit dem Haus sind? Ich war so circa 22.15 Uhr zu Hause und eine Viertelstunde später sind wir dann im Wald angekommen. Ja, da habe ich Caruso natürlich auch sofort von der Leine gelassen, weil normalerweise kann der ohne Probleme frei rumrennen. Sie sagen, normalerweise läuft er ohne Probleme, ohne Leine an dem Abend nicht? Nein, an dem Abend nicht. Als wir gerade über die kleine Brücke gegangen sind, ist er mir ausgebüxt. Er ist wie von einer Tarantel gestochen ins Gebüsch und weg war er. Mhm. Und konnten Sie Ihren Hund dann wieder einfangen? Nein, ich habe natürlich gepfiffen und gerufen, aber er ist nicht zurückgekommen. Ich habe dann nur ein lautes Gekläffe und Geknurre gehört. Tja, und wahrscheinlich hat Ihre Dogge Caruso Herrn Wien hat das Leben gerettet mit diesem Gekläffe und den Angeklagten verscheucht. Möglicherweise wäre Herr Wienert heute sogar nicht mehr am Leben. Ja, mein Caruso ist auch angsteinflößend. Der hat den Typen sicherlich verscheucht. Weil als ich ihn dann endlich wiedergefunden habe, habe ich nur einen Mann am Boden gesehen mit einem Jutebeutel über den Kopf. Das war gruselig. Das kann ich mir vorstellen, mitten im Wald plötzlich. Ja. Haben Sie denn sonst noch irgendjemand gesehen oder gehört? Etwas weiter weg knacksten Zweige und dann habe ich einen Mann weglaufen sehen und das war so unheimlich. Und wäre Caruso nicht bei mir gewesen, da wäre ich wahrscheinlich vor Angst auch noch umgekippt. Felix, da bist du ja endlich. Hi, Schatz. Hast du die Zwerringe? Nein, ich habe wirklich alles versucht, aber der Typ wollte mir nicht sagen, wann er sie weiterverkauft hat. Oh, Merde, Felix! Ja, tut mir leid. Da muss ich da jetzt noch mal zu dem Richter gehen und ihm die Wahrheit sagen ohne die Ringe. Mach das nicht, dann sind doch wir dran. Aber verstehst du das denn nicht, Felix? Mit diesen beiden Ringen ist etwas furchtbar faul und das macht mir Angst. Ja, schon, aber... Kein Aber. Ich muss das jetzt sagen. Ich mach da nicht mit, ich will keinen Ärger. Mach doch, was du willst. Ich gehe da jetzt rein. Und wenn du nicht mitkommst, dann brauchst du auch gar nicht auf mich zu warten. Ist es aus. Danielle, warte. Sie haben also einen Mann da weglaufen gesehen. Haben Sie den Mann erkannt? Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Ich habe nur gesehen, dass er einen dunklen Anzug anhatte und ein helles Hemd. Und die Figur war auch einprägsam. Na, Verteidiger Müller, haben Sie es beide gehört? Dunkler Anzug, weißes Hemd. Ich habe aber auch gehört, dass die Zeugin das Gesicht nicht erkannt hat. Dafür hat sie sich aber die Statur eingeprägt, Herr Verteidiger. Und Frau Zeugin, ich würde Sie bitten, dass Sie den Mann jetzt mal beschreiben. Also der war ungefähr so groß und sehr, sehr schlank. So wie der Angeklagte. Also obwohl ich das Gesicht nicht gesehen habe, bin ich mir sicher, dass er es war. Frau Schumann, ich bitte Sie. Sie haben das Gesicht nicht eindeutig gesehen, aber belasten meinen Mandanten wegen seiner Statur. Haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, wie viele andere Männer so eine Statur haben? Hören Sie mal, ich sage hier nur das, was ich weiß. Moment. Frau, was wird denn das jetzt hier, bitte schön? Felix, du wirst mich jetzt nicht auf... Hallo, Frau, was wird denn das jetzt hier? Entschuldigung, ich habe Ihnen vorhin wirklich nicht alles gesagt. Aha. Dann sollten wir uns wahrscheinlich noch mal unterhalten, oder? Aber jetzt bin ich gerade mit einer anderen Zeugin beschäftigt. Jetzt warten Sie einfach mal schön draußen und ich rufe Sie dann wieder, ja? Okay. Aber bleiben Sie da, direkt vom Gerichtssaal, bitte schön. Frau Schumann, haben Sie vielleicht irgendwelche Geräusche oder Stimmen gehört, bevor Ihnen Ihr Hund Caruso ausgebüxt ist? Also bevor Sie da den einen Mann am Boden oder den anderen Mann weglaufen gesehen haben? Nein, das konnte ich nicht. Ich habe immer meinen MP3-Player mit. Und die Kopfhörer, die habe ich erst rausgenommen, als Caruso mir weggelaufen ist. Und haben Sie dann noch irgendwas gehört? Geräusche oder Gespräche? Mein Caruso, der hat ja fürchterlich gebellt. Naja, gut. Gibt es noch Fragen, Frau Schumann? Keine Frage. Herzlichen Dank. Sie haben uns, glaube ich, sehr geholfen, dürfen hinten Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Dann die Danielle Adore bitte noch mal in den Sitzungssaal. So, Frau Adar, jetzt nehmen Sie bitte noch mal Platz hier.
Also, ich belehre Sie, es gilt nochmal weiterhin für Sie die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. In der Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre es jetzt vorsichtshalber, dass Sie sich selber hier nicht belasten müssen. Ja? Aber nichts mehr weglassen, bitteschön. Nein, ich weiß, ich hätte Ihnen gleich alles erzählen sollen. Also, dann fangen Sie doch mal an, was Sie mir nicht gesagt haben, zu erzählen. Ja, wissen Sie, ich habe ja die ganze Zeit noch gehofft, dass ich noch an diese zwei Ringe rankomme. An welche zwei Ringe wollten Sie rankommen? Na, an diese zwei Ringe, um die es die ganze Zeit geht. Aha. Dann hätte ich sie Ihnen anonym zukommen lassen und wäre selber aus der Sache raus gewesen. Verstehen Sie? Nee, im Moment verstehe ich es überhaupt nicht. Aber ich belehre Sie jetzt noch mal wirklich, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. 55 SDPO. Ja, aber ich muss das jetzt sagen. Mit diesen Ringen ist irgendetwas faul und das macht mir ganz schön Angst. Fangen wir mal der Reihe nach an, ist das in Ordnung? Also, diese beiden Ringe, die scheinen ja tatsächlich zu existieren, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, oder? Und Sie wissen, wo sich die beiden Ringe befinden? Naja, so ungefähr. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass Erwin hat niemals gewusst hat, wo die Ringe sind. Das klingt mir jetzt aber sehr danach, dass Sie eigentlich ganz genau wissen, wer die Ringe da entwendet hat. Wer da eingebrochen ist. Ja. Und wer? Ich war das. Was, Daniel? Ich habe bei den Müllers den Tresor ausgeräumt. Sie waren das? Und was war drin im Tresor? 10.000 Euro Bargeld und zwei silberne Ringe. Und wann haben Sie den Tresor leergeräumt? Na, an diesem Abend eben. Ich dachte, wir hatten den perfekten Plan. Wir hatten den perfekten Plan? Wer sind denn wir, bitteschön? Felix und ich. Der Felix auch einen Nachnamen? Felix Echt. Hecht. Aber eigentlich habe ich Felix dazu überredet, mich zu machen. Ich habe Herrn Müller dabei beobachtet, wie er an den Tresor war. Und dann habe ich das ganze Geld gesehen und mir die Drehkombination gemerkt. Und das war alles sehr einfach. Und dann habe ich es Felix erzählt. Ja, und weiter? Wir haben das rumgesponnen. Wie toll das wäre, so viel Geld zu haben. Und was wir damit alles machen könnten. Und irgendwann ist uns dann die Idee gekommen, dass wir die Tresor ausräumen konnten. Aber wir wollten eben eine Einbrecher erfinden. Und konkret haben Sie sich das wie gedacht? Naja, also ich wollte den Tresor ausräumen und später dann erzählen, dass ein Einbrecher im Haus war. Und um das Ganze realistisch zu machen, habe ich dann einfach irgendeinen Einbrecher erfunden. Und die Person, die Sie als Einbrecher beschrieben haben, wie sind Sie denn auf die Beschreibung gekommen? Einfach so. Ich habe einfach irgendetwas erzählt, was mir gerade eingefallen ist. Ich konnte ja nicht wissen, dass Herr Müller jemanden kennt, der genau so aussieht. Ich fasse das alles nicht. Du hast den Kerl wie mich einfach erfunden? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und diese Beschreibung haben Sie ihm gegeben, so wie Sie es uns vorher erzählt haben? Ja. Aber jetzt mal zu Ihrer Beute. Hat denn der Herr Müller, nachdem Sie von dem angeblichen Einbruch ihm erzählt haben, im Tresor nachgeschaut, ob da was fehlt? Ja, das war ja das Komische, weil ich wusste ja genau, dass ich da gerade die Sachen rausgestohlen hatte. Aber er hat behauptet, dass rein gar nichts fehlt. Ich konnte ja nichts sagen. Ich dachte erst, das Geld sei Schwachsgeld. Und deswegen sagt er nichts. An die beiden Ringe habe ich erst gar nicht gedacht. Ich weiß überhaupt nicht, was das Mädchen hier fantasiert. Aber seltsam war das ja wohl doch, oder? Da wird jemand bestohlen und sagt, ihm fehlt nichts. Wann sind Sie denn dann drauf gekommen, dass diese beiden Ringe doch irgendwie nicht unwichtig sein können? Als ich bei der Polizei erfahren habe, dass die Beschreibung von meinem Einbrecher genau auf Silas Wienart zutrifft und dass der arme Kerl immer nach zwei Ringen gefragt wurde. Und wo sind die Ringe jetzt? Felix hat sie am Tag nach dem Diebstahl verkauft, bei so einem Silberg an und Verkauf. Aha. Aber der behauptet, dass er die Ringe nicht mehr hat. Er will sie uns nicht mehr geben. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Müller. Sie hat sich gerade einer Straftat bezichtigt. Wollen Sie uns jetzt nicht vielleicht endgültig sagen, was das mit diesen beiden Ringen auf sich hat? Ich habe keine Ahnung, was das Mädchen davon interessiert. Ich bleibe dabei. Ich weiß nichts von zwei Ringen. Ich habe nie was davon gehört. Und das Bargeld, das die Frau Adar aus dem Tresor gestohlen haben will? Haben Sie auch nie besessen? Der Tresor war leer. Daniel fantasiert. Ja, da wäre dann die Frau Adar die allererste Einbrecherin, die eine Beute zugibt, die es überhaupt nie gestohlen hat. Frau Adar,
Können Sie mir bitte diese Ringe beschreiben? Ja, also beide waren Silber und Ines so graviert wie zwei Verlobungsringe. Mhm. Wissen Sie vielleicht noch, was eingraviert war? Zwei Namen, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur noch, dass beide einen großen Stein darauf hatten. Der eine war ein eckiger, grün-gelber Diamant vielleicht und der andere war ein runder Diamant. Moment mal. Ist ja ganz interessant, Herr Vorsitzender. Also ich bin mir jetzt nicht zu 100%ig sicher, aber wenn ich mir diese Beschreibung so anhöre, dann denke ich, dass zumindest einer der Ringe eine Rolle gespielt hat bei einem bislang ungelösten Mordfall. Und wir ermitteln schon seit einigen Jahren. Und da geht es um einen Ring, der bis heute nicht aufgetaucht ist. Ich glaube, Sie sollten unbedingt gemeinsam mit der Frau Adar diesem Silber-An- und Verkauf mal einen Besuch abstatten. Wer weiß, vielleicht hat er ja doch noch die Ringe und gibt sie nur nicht mehr her. Ich hoffe, wir können. Oder er weiß zumindest, wo die inzwischen sind. Gut, Frau Adar. Nobel, dass Sie sich trotz allem noch durchgerungen haben, hier zuzugeben, dass Sie selber eine Straftat begangen haben, obwohl natürlich Konsequenzen auf Sie zukommen werden. Aber erst wenn Sie mit Herrn Staatsanwalt weiter zusammenarbeiten, ja, haben Sie was davon. Nämlich, wenn Sie mit ihm zu diesem Gold- und Silberhändler gehen. Ja? Klar. Dann würde ich sagen, wir unterbrechen. 4 Tage reichen für Ihre Nachermittlung. Dann geht folgender Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Ja, zunächst die Zeugin. Können wir entlassen, oder? Ja. Bleibt die Zeuge weiterhin unvereidigt und entlassen. Dann geht der Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in 4 Tagen, gleiche Uhrzeit hier. Frau Adar. Einige Fragen an Sie, Frau Staatsanwalt. Also wir werden möglichst heute noch zu diesem Händler fahren. Sie halten sich bitte zur Verfügung und warten auf mich dort. Dankeschön. Herein. Ah, Herr Brandmeier. Herr Staatsanwalt. Guten Tag. Herr Zülpich. Herr Zülpich, schön, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Haben Sie den Mörder meiner Verlobten endlich? Tja, leider noch nicht, Herr Zülpich. Aber nach 4 langen Jahren haben wir endlich mal eine heiße Spur. Ja, und welche denn? Herr Zülpich, kennen Sie diesen Ring? Oh mein Gott, den habe ich Marie damals zu unserer Verlobung geschenkt. Sind Sie sich da absolut sicher? Ja, aber wo haben Sie denn den Ring 4 Jahre nach dem Mord gefunden? Herr Zülpich, dieser Ring ist im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens neben einem anderen Ring in einem Tresor aufgefunden worden. Ein anderer Ring? Aber Marie wurde doch nur dieser eine Ring gestohlen. Bei dem zweiten Ring handelt es sich ebenfalls um einen Verlobungsring einer anderen jungen Frau, die ebenfalls ermordet wurde. Ein zweiter Mord? Ist der Mörder von Marie etwa ein Serienkiller? Ja. Wir können noch nicht viel dazu sagen. Wir sind noch mitten in den Ermittlungen. Ja, schon klar. Aber bitte versprechen Sie mir eins, dass Sie den Mörder meiner Verlobten kriegen. Wir werden alles dran setzen, Herr Zülpich. Jedenfalls, Sie haben uns sehr geholfen. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Brandmeier. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Achim Müller wegen schwerer Körperverletzung wird hiermit fortgesetzt. Herr Staatsanwalt, Sie wollten die Unterbrechung nutzen, um diese beiden Ringe ausfindig zu machen. Haben Sie die Ringe denn beschaffen können? Tja, das haben wir. Und zwar konnten wir die Ringe gerade noch im letzten Moment sicherstellen. Wir haben nämlich den Käufer dieser Ringe an einer Schmuckankaufsstelle ausfindig machen können. Und der wollte die Ringe gerade einschmelzen lassen. Zum Glück konnten wir die Ringe sicherstellen, ansonsten wären uns wirklich wichtige Spuren in 2 ungeklärten Mordfällen verloren gegangen. Und um welche Spuren handelt es sich dabei? Das kann ich Ihnen zeigen. Es handelt sich um die Spuren, die wir hier an den Gravuren in diesen Ringen, die Sie hier sehen, feststellen konnten. Es handelt sich um Blutspuren und wir konnten die DNA dieser jeweiligen Blutspuren, die Sie hier ganz deutlich sehen können, in den Gravuren feststellen und zweifelsfrei diesen beiden Damen, die Mordopfer sind, nämlich Jule Gemsmeier und Marie Konrad, eindeutig und zweifelsfrei zuordnen. Herr Müller, wenn die Frau Adar hier die Wahrheit gesagt hat, dann waren diese beiden Ringe, die wir hier an der Tafel sehen, diese blutverschmierten Ringe,
in Ihrem Tresor. Wie sind Sie da hingekommen? Haben Sie was mit diesen beiden Morden an diesen beiden Frauen zu tun? Naja, auch wenn sich der Müller nicht dazu äußern möchte. Wir haben noch ein paar andere interessante Fakten herausgefunden. Herr Müller war nämlich damals, als die beiden Morde geschahen, noch LKW-Fahrer. Und wir haben seine Routen überprüft von damals. Und da konnten wir feststellen, dass er sich sowohl an Tatort A, obere Bildreihe, wie auch an Tatort B, untere Bildreihe, aufgehalten hat. Weil nämlich seine damalige LKW-Tour sowohl durch Sachsen, Tatort A, und Bayern, Tatort B, geführt hat. Mensch, Achim, jetzt sag doch was. Es kann doch nicht wahr sein, oder? Auch wenn der Müller weiterhin nichts sagt, dann habe ich noch ein ganz interessantes Faktum. In der Unterbrechung dieser Hauptverhandlung haben wir natürlich versucht, eine DNA-Analyse durchzuführen, und sie war erfolgreich. Wir konnten nämlich die DNS des Angeklagten mit den DNS-Spuren, die wir hier damals an den beiden Frauenleichen gefunden haben, vergleichen. Damals fehlte uns zwar die Vergleichsprobe, aber heute wissen wir, dass diese DNS vom Angeklagten stammt. Von welchen Spuren sprechen Sie denn? Mein Mann war es nicht. Frau Müller, glauben Sie mir, Frau Müller, bitte. Also ich wollte sowieso noch weitere Ausführungen machen. Beide getötete Frauen hatten damals kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr. Die DNS-Spur, von der ich spreche, war eine Spermaspur, die an der Leiche von Marie Konrad gefunden wurde. Und diese DNS stammt eindeutig von Achim Müller. Herr Richter, ja. Darf ich Sie was fragen? Ich halte es jetzt nicht mehr aus. Ich muss das jetzt wissen. Also gut, Frau Müller, bitte. Die beiden Frauen da, waren die beiden verlobt? Herr Staatsanwalt? Ja, bei den beiden Ringen handelt es sich jeweils um Verlobungsringe der beiden Frauen. Und bei dem Ring mit Gravur Jürgen handelt es sich um den Ring von Frau Marie Konrad. Und bei dem Ring mit Gravur Bernhard, 20.10.2002, handelt es sich um den Ring von Jule Gemsmeier. Gott, ich wollte das nicht wahrhaben. Das kann doch nicht sein. Was wollten Sie nicht wahrhaben, Frau Müller? Mein Mann, der hatte damals so eine Phase, als wir uns kennengelernt haben. Was für eine Phase denn? Der war so moralisch, dachte ich zumindest. Aber er war es wohl psychopathisch. Was meinen Sie damit genau? Ich habe meinen Mann an der Bahn eine Kneipe kennengelernt. Und er hat vor sich hingeschimpft, dass all die verheirateten Schlampen nicht ausstehen kann. Weil sie würden einem die ewige Liebe und Treue versprechen. Und dann hüpfen sie mit dem nächstbesten Mann ins Bett. Und so haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Ja, ich fand das so süß, weil er hat es mir auch erklärt. Er hat ja gesagt, dass ihm die Treue sehr wichtig ist. Und er hat nichts Hass als Untreue. Aber ich konnte doch nicht ahnen. Herr Müller, glauben Sie nicht, dass es Zeit wäre, wenn Sie uns was erklären würden? Wenn Sie Ihrer Frau was erklären würden? Achim, hast du die beiden Frauen umgebracht? Weil sie mit dir geschlafen haben, obwohl sie verlobt waren? Achim! Er will nichts sagen. Ich glaube, wir wollen das heute auch nicht abschließend klären, Herr Staatsanwalt. Ich gehe mal davon aus, Ihre Ermittlungen sind noch nicht abschließend. Und es war noch ausführliche weitere Ermittlungen hier. Ja. Versuchen, das alles aufzuklären. Gut. Aber es geht heute eigentlich um was ganz anderes. Es geht nach wie vor um den Vorwurf, dass Sie den Herrn Wienhardt schwer verletzt haben sollen. Wollen Sie dazu noch was sagen, Herr Müller? Wollen Sie noch äußern? Will er auch nicht. Gut, dann kommt noch zur Verlesung Auszug aus dem Bundeszentralregister. Keine Eintragen, also bisher nicht vorbestraft. Noch irgendwelche Anträge, Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, so schändlich diese Tat des Angeklagten war, so hat sie auch der Justiz gedient, zwei weitere gravierende Fälle aufzuklären. Zwei Morde. Und ich sag's Ihnen, Herr Müller, Sie sind der Mörder dieser beiden Frauen. Sie wollten deswegen diese beiden Ringe wiederhaben. Und Sie haben geglaubt, aufgrund der fälschlichen Fährte der Frau Ardant, ja, dass hier der Herr Wienhardt der Täter war, der Ihnen den Safe ausgeraubt hat. Und deshalb sind Sie ihm nachgestellt, deshalb haben Sie ihn gequält und deshalb wollten Sie aus ihm herauspressen, wo die Ringe sind. Und Sie wollten diese Ringe wieder haben, um sie verschwinden zu lassen. Beweisstücke, die Sie des Mordes überführen. Das wird eine andere Verhandlung werden. Hier und heute, Herr Müller, geht es nur um das Zwicken der Finger mit der Zange. Und Sie wollten damit eine Straftat, die Aufdeckung einer Straftat verhindern, Ihrer beiden Morde. Das rechne ich Ihnen strafeschwerend an. Ich beantrage gegen den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren Haftvordauer und ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, schwerwiegende Verdächtigungen stehen gegen meinen Mandanten hier im Raum, die hier und heute nicht geklärt werden können. Genauso konnte aus meiner Sicht keinesfalls zweifelsfrei geklärt werden,
was es denn nun mit diesen Ringen auf sich hat und in welchem Zusammenhang diese Ringe nun wirklich mit der hier heute angeklagten Tat stehen. Ich schaue mir einfach nur noch mal ganz nüchtern die Beweislage an. Der Herr Wienhardt, der hat den Angreifer gerade mal eine Sekunde im Dunkeln gesehen. Dann wurde ihm sofort dieser Jutesack über den Kopf gestülpt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, Herr Wienhardt, dass Sie da wirklich zweifelsfrei meinen Mandanten erkannt haben wollen. Und dann haben wir noch die Zeugin Schumann. Die hat da einen Mann davonlaufen sehen, aber das Gesicht dieses Mannes haben Sie nicht erkannt. Es ist doch nach wie vor denkbar und plausibel, dass diese Attacke auf Herrn Wienhardt letztlich die Warnung skrupelloser Kredithaie war, damit der Herr Wienhardt endlich seine Schulden zurückbezahlt. Ich denke nach alledem, dass mein Mandant mangels Beweisen freizusprechen ist. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Müller, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts zu sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Achim Müller ist schuldig der schweren Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung. Paragraphen 223, 226 Absatz 1 Nummer 2, 240 Absatz 1, 2 und 3, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Und es geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Regensburg vom 6.10.2007 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Sie haben schon recht, Herr Verteidiger, die Wahrnehmungen der Frau Schumann und des Herrn Wienhardt für sich allein genommen, wären vielleicht für eine Verurteilung zu wenig. Es war dunkle Nacht und nur Momente und so weiter. Aber wir haben keinerlei Zweifel daran, dass sich diese beiden Ringe im Tresor des Angeklagten befunden haben bis zum Abend des 5.10. Das hat die Frau Adar zugegeben. Sie hat zugegeben, dass sie da rausgeholt hat, den Tresor geöffnet hat und obwohl sich selber damit natürlich belastet hat. Und es hat sich alles als wahr erwiesen, was sie uns erzählt hat. So sind ja die Ringe immerhin auch bei diesem Aufkäufer gefunden worden. Ja? Und diese beiden Ringe, die stehen im Zusammenhang mit 2 Morden. Und diese beiden Ringe, die belasten den Angeklagten schwer. Und die Frau Adar hat den Einbrecher erfunden, groß, kurze Haare, einen dünnen Bart und da fiel dem Angeklagten der Herr Wienhardt ein. Und aufgrund der ganzen Vorgeschichte, dass er schon mal in die Firmenkasse gelangt hat, dass er entlassen worden ist, da hat er ihm zugetraut, dass er den Tresor ausgeräumt hat. Und er wusste, dass er an dem Abend beim Kartenspielen ist und wie sein Heimweg aussieht. Und Kredithaie hin oder her, der Herr Wienhardt, der hat uns gesagt, dem Täter ging es um 2 Ringe. Der Herr Wienhardt kann da nicht gelogen haben, der wusste ja gar nichts von irgendwelchen Ringen. Also, dem Täter ging es wirklich um 2 Ringe. Und wer sonst sollte Interesse an diesen 2 Ringen haben? Wer sonst wusste, dass die überhaupt nicht mehr im Tresor liegen als der Angeklagte? Und das reicht ganz klar von dem Tatnachweis, von den Mückenstichen, von den Beobachtungen der Zeugen, müssen wir da gar nicht mehr reden. Das ist eine schwere Körperverletzung, zugleich eine versuchte Nötigung. Das war besonders grausam, besonders roh, besonders verachtenswert. Und das Ganze war zur Verdeckung von 2 Mordtaten. Es sind die beiden wichtigsten Finger. Jede möge sich mal überlegen, was man ohne diese beiden Finger mit der Hand überhaupt noch anfangen kann. Wir sind der Meinung, Mindeststrafe ist nach dem Gesetz 1 Jahr, dass hier tatsächlich eine sehr massive Strafe von 4 Jahren Tat und Schuld angemessen ist. Auf der anderen Seite meinen wir, muss ein Gericht sich schon davon hüten, hier weiterzudenken und nur im Wissen um weitere Morde hier eine Strafe zu verhängen, die damit mit der Schuld im konkreten Fall nichts mehr zu tun hat. Es geht hier um den Verlust von 2 Fingern. Und deshalb kommen wir zu einer Strafe von 4 Jahren. Beide Seiten können gegen dieses Urteil innerhalb 1 Woche Revision einlegen. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Achim Müller wurde in einem weiteren Verfahren wegen Mordes in 2 Fällen unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Daniel Ardon und Felix Hecht wurden wegen jeweils gemeinschaftlich begangenen Diebstahls in einem besonders schweren Fall jeweils zu 2 Wochen Jugendarrest verurteilt.